Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Medium. Ja, wir haben im letzten Part einiges schon herausgefunden. Bezüglich Richard, bezüglich Thomas. Und jetzt müssen wir schauen. Oh. Was wir jetzt hier für eine Erinnerung finden. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you tell me everything. You beg me to listen. God. There were children inside? Was she? Was I? Oh. Ich soll hier lang. Oh, da soll ich lang. Folge den Anzeichen. Goddamn freaks. You think you're so special? You burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Jetzt laufen sie wieder zurück. Okay. Let's see who you really are. Fuck. Locked up tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we ignore that? Yeah, or two, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. Shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Da hat er ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? And they were gonna kill you. But they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then, poof, the war's over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom.
You enjoy it, don't you? Oh, hurting people, like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again, and on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes, I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You're sick! Fuck! Let me out of here! Let me out! You're still in there, Thomas. Will you show me now? Finally. I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Okay, also wir spielen wieder mit Thomas. No play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Beiseite. Und hier hoch. Wow, was ist das für ein Schrei? Fuck. I'm not alone in here. Wie er da hochläuft, das sieht irgendwie stokelig aus, aber okay, gut. Oh, schon wieder der Große. Vielleicht vor dem auch noch aufpassen? Ansonsten wäre es ja auch zu einfach, ne? Da hätte ich das eher dann nicht mit der Geisterkraft gemacht, sondern einfach alles so ganz langsam runter, so dup, 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 dup. Aber okay. Das Gute ist jedenfalls, dass man hier nicht runterfallen kann. So. Genau, wir schauen mal, wie wer tickt.
machen die Tür auf und gehen mal rein. Ah, ich versuche immer mit dem rechten Controller-Stick zu drehen. Kann ja aber auch nichts machen. Ich kann. Ah, hier kann ich was. There you are. At least the part of you I'm after. Eine Filmrolle. Halt, da war auch noch was. Fallakte, Codename Metzger, Verdächtiger Jakob Wilk, Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel, Ermittler Henry Wilk, Oberwachtmeister. Okay. Ah, da darf ich die Spule anbringen, die habe ich ganz übersehen. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Okay. Es tut ihm leid, ja, mag ja sein, aber. Shit. Süßes kleines Tierchen. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier irgendwo. Sieht aus wie so eine Art Krankenhaus, so ein bisschen, oder so ein Keller. Lebensmittelmarke. Ob die original ist? Müsste jetzt passen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob die hundertprozentig original wäre. Aber wäre natürlich schon krass, dass ich wirklich dann so viel Liebe mit reingenommen haben für so eine originale Lebensmittelmarke. Aber hat natürlich auch etwas Sympathisches dann. So, da brauche ich Energie. Ich habe gerade schon gehört, irgendwas lebt hier. Bad boy! Kann ich nicht schleichen? Ah. Don't you hide from me. Wie soll ich denn das machen? Hä? Komme ich an den Schweinen lang? There you are. Achso, ich muss nur einfach lang und hoffen. Where are you? Bad boy. Hallo? Ich würde gerne wissen, wo ich lang muss. Ich sehe nichts. There you are. Komm, geh durch da. Und warte einen Augenblick, bis alles wieder ein bisschen sich wieder farblich gelichtet hat. Ach geil, da darf ich wieder nicht lang. Ich muss das immer zeitlich anscheinend abpassen. Immer wenn er ganz da hinten ist. Oh, sogar perfekt abgepasst. Na geil.
Komm, lass mich da lang. Hauptsache, er kommt nicht wieder mit seiner Fackel da. Okay. Dann gehen wir da mal hoch. Okay, es ist eine Taschenlampe, aber trotzdem. Ist ja keine Fackel. Hallo? Da, ich war ein Pixel daneben. Kann er mich jetzt hier auch sehen oder wie läuft das dann jetzt hier ab? Nö, da ist nichts. Das heißt also hier lang. So, schön mittig bleiben. Was haben wir denn da? Nichts weiter? Ich kann mir jetzt aber gar nicht vorstellen. Ich darf hier nichts aufnehmen? Ruhige Hand, gleichmäßige Bewegung gegen die Faser, immer dagegen, nie mit ihr, immer dagegen, nie mit ihr. Das heißt also, wie gerade die Schweine geschlachtet werden. Na komm, dafür haben sie doch hundertprozentig einen Schlachter oder sowas gefragt. Um da die Details zu erhalten. Ja, geil. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ah! Ich habe einen Fehler gesehen. Die Qualität und dann so ein Fehler. Was nützt mir jetzt die Schweineanleitung? Die nützt mir doch gar nichts. Was anderes war da jetzt gar nicht. Egal. Komm, wir haben jetzt was gelesen. Das muss wahrscheinlich das Rätsel der Lösung sein. Wir haben den Koffer aufgemacht. Das heißt, ich muss jetzt wieder runter. Ganz einfach. Andere Idee habe ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, wenn er mit seiner Funzel da nicht wäre und die ganze Zeit rumleuchten würde, dann wäre das viel einfacher. So, das leuchtet da. Vielleicht irgendwas, was ich einsammeln kann. Nö. Ach stimmt, der Weg muss sich ja jetzt auch geändert haben. Denn die Schweine wurden da jetzt verschoben. Nein, ich habe keine Zeit für dich. Ja. Da irgendwas machen? Nee. Don't you hide from me. There you are. Shit. Ich glaube nicht, dass ich an ihn rankomme. Ja. Oh, perfektes Timing war das. Schön. Ja, scheinbar vergesse ich hier irgendwas. Kann ich gar nichts machen. Don't you hide from me. Doch, ich verstecke mich vor dir, aber eigentlich unbewusst. Da muss doch irgendwas sein. Oh nein, ich habe meine Fähigkeit an dem Koffer nicht eingesetzt, ich Idiot. Bad Boy! Ich sehe den aber auch nicht, ne? Man hört nur Bad Boy. Ja? Das Erste, was einem da vielleicht so in den Kopf kommt, ist Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Der hat mehrere Scheinwerfer. Voll unfair. Ja gut, das ist auch sein Wille und sein Geist hier, aber trotzdem. Komm, du hast da mehrere Löcher, wo du suchen kannst. Bin ich da? Komm. Weg mit der Funzel.
Junge, ich bin nicht da. Hau ab. There you are. Da bist du. Und ich bin schon wieder weg. Hättest du nicht gedacht, hä? Ah, bin ich ganz schön gewichst da. So. Also nochmal wieder hochlaufen. Oder oh, ist sie laufen? In einem schnellen Schritt gehen wir da mal eher nach oben, ne? So. Und da auch nochmal hoch. Ach man, der ist immer so langsam, der Typ. Und hier kann er wieder laufen. Gut, ich kann ja verstehen, Fliesen sind glatt, bla 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 bla. Und hier tritt er nicht auf die Ketten, sondern er tritt durch die Ketten durch. Und das ist das, was ich gerade meinte, was ich ein bisschen komisch fand. Da muss doch irgendwas sein. Achso, darunter ist das Messer. Schön, jetzt habe ich die Energie bekommen. Super. Ja, es wäre vorhin ein bisschen intelligenter gewesen, hätte ich doch zuerst geguckt. Mit meiner Fähigkeit, aber gut. Mal kann man die auch vergessen. Wenn ich hier runterfallen würde, wäre das eigentlich eine Abkürzung. Möchte ich nur ganz kurz anmerken. Aber ich will es nicht ausprobieren. Aber ich müsste ihn doch jetzt hier von oben sehen und er könnte mich ja eigentlich auch oben sehen. Aber der reagiert hier oben gar nicht. Was, wenn ich wieder unten bin? Wetten? Bad Boy! Irgendwas muss ich jetzt wahrscheinlich dann aufschneiden. Irgendein Schwein. Aber welches arme Schwein wird es sein? Schon irgendwie dubios, ne? Nee, ich habe keine Zeit für dich. Du bist auch nicht das Schwein, ne? Nein, du bist schon aufgeschnitten, ne? Okay. So. Das meine ich, das ist so unfair. Der wartet regelrecht schon darauf, dass man da in die Nähe kommt. Und da ich, dass ich so lichtempfindlich bin, würde ich fast sagen, ich bin die Kreatur, die andere anzieht. Ich weiß auch, dass du da bist. Bin weg. So. Okay. Da muss ich jetzt ganz kurz mal ein bisschen warten, ein bisschen Luft holen. Moment. Was ist das? Wieso kann ich da hoch? Wieso kann ich da hoch? Warum kann ich da hoch? Das Hochgehen da hat jetzt für mich irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Ah. Wir haben ein Messer, das ist wichtig. Das ist jetzt der gleiche Raum nochmal. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Oh. Ja, nice. Patriotismus stärker als Blut.
Man wird nicht oft Zeuge von Patriotismus, wie er in den vergangenen Wochen von Oberwachtmeister Henry Wilk an den Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigte Wilk sein Engagement für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft verweigerte. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jakob Wilk, Henrys eigener Vater. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt wurden, gehörten Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten und deren Ersatz durch minderwertige. Neben Jakob Wilk wurden zahlreiche weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren der staatlichen Fleischhandels und mehr Geschäftsführer. Der Prozess soll am kommenden Donnerstag beginnen und wenn die Angeklagten ihre Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Auf Nachfrage um einen Kommentar antwortete Henry Wilk einfach: Ich tat nur das, was sich gerecht anfühlte. Wahrhaftig, die Worte eines Patrioten. Ausweis Nummer ausgestellt, gültig bis Innenministerium Henry Wilk, Agent des Sicherheitsdienstes. Sonst war da nichts. Ah, da hinten durch die Tür kann ich nicht. Ah, hier darf ich wieder gucken. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Hm? Was kann ich jetzt hier mir angucken? Ich habe nichts. Ich habe keine Spule. Wow. So weit durfte ich mich noch nie umsehen. Die Tür geht wahrscheinlich auch nicht auf. Ja. War klar. Das heißt, also irgendwas übersehe ich hier noch. Kann also auch hier in dem Bereich sein. Weil, ja, jetzt darf ich mich zum Beispiel nicht so weit umsehen. Das heißt, also es muss irgendwo hier sein. Die Frage ist nur, wo? Ja, diese Fähigkeit, ich vergesse sie immer wieder. Wilk, is it? Henry Wilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Und weiter geht's nach oben. So. Oh. Was haben wir da? Spezialauftrag für Major Henry Wilk. Eine Zielperson wurde in Niva Volksresort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler haben über einen seltenen Fall berichtet, in den der Maler vertraulich verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand.
Es wurde der Verdacht auf ein Verbrechen geäußert, aber die Untersuchung ergab keine Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindung zum Gemini-Fall, mehr Informationen in den vertraulich Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung: Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen, deren Besitz wird während vertraulich im Jahr 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiveintrag Nummer 1138 gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt. Wilk, machen Sie das Beste draus. Melden Sie sich zu weiteren Einweisungen beim Sachbearbeiter. Vertraulich. Wer ist denn vertraulich? Thomas? Der Fall Thomas? Die Akte Thomas? Was ist das? Testsubjekt. Sitzung Nummer 42. Das Subjekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Er behauptet, dass ein anderer mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie. Vermutete Verbindung zu Thomas möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig, um diese Split-Theorie zu bestätigen. Ich habe ihn jetzt einfach mal Thomas genannt, statt vertraulich. Weil ich weiß nicht, das klingt besser. Ah, nettes Tier. Nettes kleines Haustier. Es wird gespeichert, das heißt, jetzt passiert gleich irgendwas. Sitzung 43. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler Dr. in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Dr. wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines physischen Traumas zeigt, verfiel er in einem vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Okay. Nettes Wowie. Du bist aber ein liebes Wolgau. Oh, da haben wir auch noch was. Sitzung Nummer 44. Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Subjekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Gut, und wo ist jetzt Wawa? Scheiß Vieh ist überall. Das kannst du laut sagen. So. Dann würde ich sagen, liebe Leute, das ist jetzt ein perfekter Cut mal wieder. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über Henry. Wir wissen ein bisschen mehr über Thomas. Aber wir wissen immer noch nicht, in welcher Art und Weise da Marianne mit zusammenhängt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. Freut euch auf den nächsten Part. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.